Es sind schon Leute, die haben wir deine Kappe abziehen. Die Schweiz stimmt über das Verhüllungsverbot ab. Es geht in der Debatte vor allem um die Burka. Die Burka, die Burka. Es ist ein emotionales Thema. Wir wissen nicht, wer unter diesen Tüchern ist. Es ist ein Kleidungsstück, das dazu dient, Frauen zu unterdrücken. Aber wie ist das für Betroffene, wenn ein ganzes Land entscheidet, was du darfst anhaben und was nicht? Wir haben keine Fasnacht, in dein Heimatland oder eben wir sind hier in der Schweiz. Und wie betrifft die Abstimmung die grosse Mehrheit von MuslimInnen, die mit dem Niqab gar nichts zu tun haben? Mich hat die Konzerninitiative wesentlich mehr interessiert. Ich würde lieber über Umwelt reden, über andere Themen, die uns wirklich tagtäglich beschäftigen. Wir treffen jetzt gerade eine junge Frau, die Niqab-Trägerin ist. Sie will nicht, dass man ihren Namen sagt. Und sie will auch nicht von vorne gefilmt werden. Einerseits ist das so ihre Überzeugung, dass sie sich nicht zeigen will. Und andererseits hat sie aber auch Angst, dass ihre Familie zu Schaden kommen könnte, wenn man weiss, wer sie ist. Zuerst müssen wir aber noch schnell klären, wie viele Personen die Initiative überhaupt direkt betreffen würde. Wir sind auf 21 bis 37 Niqab-Trägerinnen gekommen. Lange hat es dazu keine zuverlässigen Zahlen gegeben. Darum hat eine Gruppe von der Uni Luzern, darunter Asia Petrino, Zahlen erhoben und ein Buch über die Verhüllung in der Schweiz geschrieben. Was sind denn das für Frauen, die Niqab tragen in der Schweiz? Die Niqab-Trägerinnen in den westeuropäischen Ländern sind mehrheitlich auch konvertierte Frauen. Oder was auch sein kann, viele sind zwar in einem muslimischen Haushalt gross geworden, wo aber stark säkularisiert ist. Das heisst, die Religion hat eigentlich beim Aufwachsen keine grosse Rolle gespielt und sie haben dann mit der Zeit die Religion wiederentdeckt für sich. Die junge Frau, die ich jetzt treffe, ist zum Islam konvertiert. Ich war im arabischen Raum reisen und habe dort eigentlich so ein bisschen die islamische Kultur kennengelernt. Es hat mich sehr fasziniert, weil die jungen Menschen dort die sind so stolz waren, dass sie Muslime sind. Und ich habe dann nachher davon lesen und irgendwann hat es mir mal den Ärmel reingenommen. Und dann bist du konvertiert? Ja, und dann bin ich konvertiert. Das ist ja schon nochmal ein anderer Schritt so vom Islam dann zum Niqab. Finde ich zumindest. Ja. Wie hast du die Entscheidung getroffen? Ich habe eigentlich den Wunsch, den Niqab zu tragen, schon ziemlich lange verspürt. Und bin mir aber durchaus bewusst gewesen, dass es in unserer Gesellschaft halt fremd ist. Ich habe lange Zeit auch wegen der Kinder gedacht, oh, wie ist das denn für meine Kinder, mit den Gespenden, mit dem Sportverein in der Schule. Ich habe dann angefangen, den Niqab in meiner Freizeit eigentlich hauptsächlich zu tragen. Und meine Kinder haben dann immer gesagt, irgendwie, wieso ziehst du jetzt da den Niqab ab? Und ich habe gesagt, ich will nicht, dass ihr in eine Situation hineinkommt, die für euch nicht gut ist. Und es hat dann immer geheißen, nein, wieso ziehst du ihn ab? Das ist komisch. Und dann musste ich sagen, nein, wenn meine Kinder schon so selbstbewusst sind, wieso mache ich dann ein Hindernis und habe mich dann wirklich entschieden, ja, dass ich ihn anlegen und abhalten. Also würdest du sagen, das ist eine mutigere Entscheidung, als es nicht zu machen? Ja, auf jeden Fall. Das, was man da ja erlebt an Anfeindungen, was man erlebt an Negativen, was einem wirklich jedes Mal, wenn man aus dem Haus geht, trifft. Kannst du mir erzählen, was du so erlebst? Ja, viele Kunden so, wir haben keine Fasnacht oder eben gang heim, gang in dein Heimatland. Es sind schon Leute, die haben wir deine Kappe abziehen. Wie reagierst du denn? Also wenn jetzt jemand zu mir sagt, gang heim, dann sage ich, ich bin hier daheim, ich bin Schweizerin, wo soll ich durchgehen? Manchmal entstehen Gespräche daraus. Manchmal sehr gute Gespräche. Es sind schon Leute gekommen, die haben sich nachher bei mir entschuldigt. Jetzt kommt ja die Abstimmung zum Verhüllungsverbot am 7. März. Wie geht es dir damit? Ich finde es sehr zwiespältig. In der heutigen Zeit ist eigentlich wirklich fast alles erlaubt. Also, ob jetzt jemand ein Hip-Hopper ist, ob jetzt jemand ein Punk ist, ob jetzt jemand halb nackt rumläuft. Wieso wird jetzt genau auf die Frau mit dem Niqab mit dem Finger gezeigt? Wieso ist nur das ausgeschlossen in dieser Gesellschaft? Streng genommen geht es bei dieser Initiative auch um die allgemeine Verhüllung im öffentlichen Raum, also zum Beispiel bei Demonstrationen oder Fußballspielen. Aber in der Debatte geht es eigentlich nur um die Gesichtsverhüllung aus religiösen Gründen. Die Befürworter sehen im Niqab ein Zeichen von einem politischen, radikalen Islam und wollen ihn darum verbieten. Ein anderes Argument der Initianten ist, dass das ein Symbol sei, das Frauen unterdrückt. Sie empfinden das als vorgeschoben. Wenn sie ja die Leute wirklich das Gefühl hätten, ich bin unterdrückt und man müsste mich befreien, dann müssen wir doch zu mir kommen und sagen, kann ich ihnen helfen? Du ihrem Mann sie zwingen. Wissen Sie, es gibt Stellen, wo sie sich daran wenden können. Es gibt Frauenhäuser. Ist das noch nie passiert? Nein, das ist noch nie passiert. Okay. Es ist wirklich nur der blanke Hass. Es gibt
die Leute, die dann sagen, ja, aber uns ist irgendwie unwohl, man sieht den Leuten nicht ins Gesicht, das gehört zu unserer Kultur. Kannst du das bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen? Ja, ich kann das nachvollziehen. Man kennt das nicht bei uns, das ist befremdlich. Das ist aber mit allem, was neu ist, so am Anfang. Also wenn jetzt du einmal mit mir geredet hast, hast du nachher kein Problem mehr, weil du weißt, darunter ist ein Mensch und du kennst meine Stimme. Du hast vielleicht gemerkt, wie ich denke. In der Schweiz leben etwa 380'000 Musliminnen und Muslime. Das sind etwa 5,3% der Bevölkerung. Die muslimische Community ist mega heterogen. Es gibt etwa 350 Verbände, die die Interessen der Muslime in der Schweiz vertreten, und etwa 300 Moscheen. Die meisten sind übrigens einfach ganz normale Räume, wo Musliminnen sich zum Betten treffen. Um herauszufinden, wie ein paar von ihnen diese und andere Debatten über ihre Religion erleben, treffe ich mich mit einer Gruppe in einer Moschee in Schlieren. Ich bin Rumeisa Sevimli. Ich bin 23 und studiere an der Uni Zürich Englisch und Betriebswirtschaft. Ich bin Kerem Adegüzel. Ich bin studierter Mathematiker, ich bin Offizier im Schweizer Militär, ich bin verheiratet und glücklich. Mein Name ist Yasemin Duran. Ich komme ursprünglich aus der Türkei. Ich habe islamische Theologie studiert, habe drei erwachsene Kinder und bin als Assistenzlehrerin in einem Kindergarten tätig. Ich bin Hanan Salamat. Ich bin Münchnerin, lebe hier in der Schweiz seit 4 Jahren und am Zürcher Institut für interreligiösen Dialog bin ich Programmleitung Islam. Ich habe, glaube, noch selten in einer Geschichte so viele Probleme gehabt, um Leute zu finden, die irgendwie bereit sind, mit mir irgendwie über das Thema zu reden. Wieso glaubt ihr, dass das so ist? Es ist eine Müdigkeit, über irgendwie die eigene Religion oder Identität oder überhaupt über dieses Thema zu reden. Ich selber bin im Alltag nicht sehr konfrontiert damit und habe auch unter Freunden und Bekannten nie Diskussionen, wieso man sich jetzt irgendwie so anlegt, weil es eigentlich so gleichgültig ist und es einfach relevantere Themen gibt. Also findet ihr, das interessiert euch gleich fest oder wenig wie mich? Ja, eigentlich schon. Also mich hat die Konzerninitiative wesentlich mehr interessiert. Und da würde ich Hanan unbedingt zustimmen. Ich würde lieber über Umwelt reden, über andere Themen, die uns wirklich tagtäglich beschäftigen, statt um Kleidungsvorschriften. Also es ist einiges, was natürlich noch relevant ist in dieser Diskussion. Als Offizier verstehe ich zum Beispiel auch noch, dass der Sicherheitsaspekt noch relevant ist. Aber wo für mich wie falsch ist, das an einer Religion festzumachen. Trotzdem gibt es ja so ein bisschen Verunsicherung in der Bevölkerung. Könnt ihr das irgendwie bis zu einem gewissen Punkt verstehen? Mich persönlich zum Beispiel irritiert eine Gesichtsschleier auch. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich sage, nur weil ich aus einer muslimischen Tradition komme, ist es für mich tagtäglich. Überhaupt nicht. Genauso wie mich Gesichtstattoos irritieren, genauso wie mich, weiß ich nicht, ein Mann, der mit High Heels rumläuft, irritiert. Wir kommen in 2021. Die Welt ist bunt und das müssen wir halt lernen, damit umzugehen. Also ich finde zum Beispiel komplett Verschleierung als sehr frauenfeindlich. Es ist ein sehr männliches, patriarchales Bild von der Frau. Aber über das reden wir schon gar nicht. Es geht nie wirklich um die Sache an sich, woher kommt das und was für kulturelle Unterschiede gibt es. Es gibt nicht nur eine Burka-Form in dem Sinne, sondern es gibt noch verschiedene Varianten davon. Und wie sehr betrifft es uns? Spürt ihr Veränderungen in eurem Alltag, wenn es in der Schweiz eine Debatte gibt? Nach dem 11. September, gerade einen Tag danach, bin ich mit meinem Chador ganz normal mit meinen Kindern einkaufen. Und dort habe ich dann schon bei der Kasse Bemerkungen und Blicke gesehen, die ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Ich lebe jetzt schon über 30 Jahre in der Schweiz und dieser Moment war für mich das Unangenehmste. Einfach diese Blicke wie, ja, du bist dafür verantwortlich. Und dann sind die Kinder von der Schule gekommen und dann haben auch so etwas Ähnliches erzählt, eine Afghanin im Klassenzimmer, die auch beschuldigt worden ist von den Kindern und die Lehrerin hat zugeschaut und nichts gesagt dazu. Und diese ganze Erfahrungen haben mich dann dazu gebracht, dass ich mich entschieden habe, kein Chador mehr zu tragen, sondern eher wie ich jetzt bin. Das, was viele, viele Menschen mit einem muslimischen Glauben tagtäglich in Schulen erleben, ist genau das. Sie werden halt in ihrem Alltag zu ExpertInnen gemacht. Aber ein junger Mensch, der eigentlich da sitzt und vielleicht Astronaut werden will oder ein Mädel, die irgendwie Modedesignerin werden will, für die ist es belastend, wenn sie immer wieder auf ihre Religion oder auf Herkunft ihrer Eltern oder Großeltern reduziert werden. Also sie nicht einfach immer so bei den Islam-Themen hinsitzen und das erklären. Genau, genau. Also ich meine, wir haben alle auch andere Interessen. Nochmal zurück aufs Bänkchen am Weiher.
Die junge Frau ist überzeugt, dass die Initiative angenommen werden wird. Ich denke, die meisten Menschen die werden das gar nicht annehmen, wenn jetzt eine Frau kommt mit Niqab und sagt, ich mache das freiwillig. Weil in ihrem Kopf haben sie ihr Bild schon. Und das wieder dort rauszunehmen, ist wahrscheinlich ziemlich schwierig. Und dann sagen sie natürlich auch, es gehört nicht zu der Schweiz. Was hat das für dich für Konsequenzen? Mein Mann und ich wir spielen eigentlich schon lange auch im Hinblick auf die Situation mit dem Gedanken, dass wir die Schweiz verlassen werden. Ich bin nicht bereit, meine Niqab abzuziehen. Und ich bin auch nicht bereit, dass ich mein Haus nicht mehr verlasse. Ich habe Kinder und ich gehe mit ihnen raus und ich treffe andere Leute. Und also ich bin ja auch eine, ich halte mich ja an unser Rechtssystem. Also ich bin ja auch nicht bereit, dass ich jetzt etwas mache, das gegen das Gesetz verstößt. Dass ich dann durch so etwas in einen kriminellen Akt eingedrängt würde, bin ich eigentlich nicht bereit. Hey, ganz ehrlich, ich kann ja nicht wirklich verstehen, wieso man sich verhüllen würde. Ich bin ja nur schon froh, wenn wir irgendwann alle keine Hygienemaske mehr anlegen müssen. Aber ich habe in diesem Gespräch jetzt nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass ich es da mit einer unterdrückten Frau zu tun habe. Auch wenn ich das natürlich nicht für jeden Fall in der Schweiz abschliessend kann überprüfen. Und die Musliminnen in Schlieren, sie finden, dass der Niqab für die meisten Muslime etwa gleich uninteressant sei wie für mich und dass die Meinungen darüber, was die Verhüllung genau bedeutet, auch innerhalb der muslimischen Community total auseinandergehen. Und noch etwas haben sie gesagt, und das gibt mir vor allem als Journalistin zu denken, sie haben keinen Bock, um sich immer wieder für ihre Religion rechtfertigen und erklären. Es gibt auch für sie spannendere Themen. Und wie siehst du es? Findest du es wichtig, dass wir über das Verhüllungsverbot abstimmen? Oder findest du das Thema Verhüllung eher nicht so relevant? Ich bin gespannt auf deine Meinung in den Kommentaren. Dann habe ich euch noch ein Video von Michelle verlinkt, wo es darum geht, dass das Schweizer Bildungssystem relativ ungerecht sein kann. Und wenn euch unsere Geschichten gefallen und ihr die nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal.